Dankeschön. Und ich bin nicht alleine, sondern Tim Borowski ist hier mit an meinen Kommentatorenplatz gekommen. Und wir sind heiß auf die Käfigtiger gegen Streets United. Die Käfigtiger, ich habe mich gerade mit George Boateng unterhalten. Der hat gesagt, boah, der hat den Jungs richtig eingeheizt. Also von den Boatengs willst du auch keinen Einlauf bekommen unbedingt, Tim? Nee, auf gar keinen Fall. Und ich finde auch so von der Körpersprache her, sieht man schon, die sind richtig heiß auf das Event, auf das Spiel jetzt gleich. Also bin sehr gespannt, wie die performen werden, definitiv. Wir sehen hier die Truppe von den Käfigtigern heute mit Nico Andermatt und Cem Filic als Wildcard-Spieler. Nico Andermatt hat mal ein Länderspiel für die U19 der Schweiz gemacht. Und das ist Streets United mit Samir Genç und Marcel Mainzer als Wildcard-Spieler. Aber ganz entscheidend, Manuel Fischer mit der Nummer 9, der ehemalige Bundesliga-Profi. Und Sascha Bigalke ist wieder mit am Start. Wir haben gerade mit Tim Borowski, der mich hier heute unterstützt, in diesem Spiel gerade gesprochen. Boah, Sascha Bigalke, zweimal Zweitligameister geworden. Und wir haben noch darüber gesprochen, letzte Woche hat er gefehlt. Und da lief es nicht bei Streets United. Biggie ist schon ein guter Kicker, ne? Da sehen wir ihn. Ja, Biggie ist ein guter Kicker, extrem wichtig für das Team und setzt da seine Akzente spielerisch. Ja, und nochmal zur Historie, zweimal Zweitliga-Sieger im Grunde ist schon eine Ansage. Also bin ich ganz ehrlich, wusste ich nicht, dass er ein guter Kicker war, wusste ich schon, aber das ist schon eine Überraschung gewesen, auch für mich heute Abend. Da sehen wir Markus Pazurek, der mittlerweile fester Bestandteil ist von Streets United. Ehemalige Fortuna Köln-Legende, mittlerweile bei den Sportfreunden Siegen in der Oberliga am Start. Und vorne beim Anschluss Manuel Fischer. Ihr habt euch gerade ganz kurz kennengelernt, Tim. Und da sehen wir dir, der Mann, der das Team führt, zusammen mit den Boatengs. Aber Manu Fischer, schon ein sehr cooler Typ, ne? Ganz auf dem Boden geblieben, guter Kerl. Ja, ganz cooler Typ, sehr bodenständig, demütig, hat auch einiges erlebt, war in, glaube ich, allen Ligen gefühlt in Deutschland unterwegs und vor allem auch erfolgreich. Also ganz spannender Spieler, der seinem Team da auch ganz gut tut, mit der Erfahrung vor allem, ne? Und vorne beim Anstoß mit der 61, das ist Samet Yeşil für die Käfigtiger, ehemaliger Leverkusener, der auch ein paar Spiele für den FC Liverpool gemacht hat. Also die Baller League, wir erleben tolle Geschichten, da ist Yeşil. Wir erleben tolle Geschichten von Jungs, die sich vielleicht auf ganz hohem Niveau nicht komplett durchgesetzt haben. Aber kicken verlernst du nicht. Samet Yeşil schon mehrfach als Torschütze in Erscheinung getreten bei den Käfigtigern. Tim, was würdest du so sagen, was ist so der größte Unterschied, wenn man das so überreißen kann zwischen Großfeld und Kleinfeld? Ja, ich finde, die Intensität hat mich schon sehr, sehr überrascht. Also ich habe es natürlich im Vorfeld schon ein paar Mal gesehen, weil es mich echt interessiert, weil ich es cool finde, auch vom Format her. Aber die Intensität, athletisch als auch in den Zweikämpfen, die hier geführt werden, ist schon in der Häufigkeit natürlich sensationell. Und das ist eben ein großer Unterschied jetzt zum Großfeld aus meiner Sicht. Und du hast natürlich viele Abschlüsse, viele Passstaffetten, spielst schöne Muster hier auch teilweise. Also es ist auch ansehnlicher, richtig guter Fußball teilweise dabei. Also ja, ich würde sagen, das ist der größte Unterschied. Und du bist ja eigentlich permanent im Umschaltspiel auf beiden Seiten. Das geht brutal auf die Pumpe, du hast es angesprochen. Ja, genau. Ich bin ganz ehrlich, wurde auch schon mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Lust ist groß, aber ich bin da auch realistisch genug, um das einschätzen zu können, dass das viel zu intensiv für mich aktuell ist. Ich könnte mich maximal in dem Mittelkreis bewegen und das wäre nicht wirklich zielführend. Und ich kann euch sagen, Chat, in dem Moment, wo Tim Borowski mir das sagt, hat er sich instinktiv ans rechte Knie gefasst. Grüße gehen raus an Sascha Bigalke, der hier auch mal als Co-Kommentator übernommen hat, der zwei Leute getunnelt hat und danach direkt abgemäht wurde. Sein Schienbein hat noch heute alle möglichen Farben. Also es geht auch gerade bei solchen Geschichten heftig zur Sache hier. Ja, hier wird vor allem auch nichts hergeschenkt, ne? Also man sieht, der Ehrgeiz ist vorhanden, das sieht man den Spielern an, in den Gesichtern auch. Also das finde ich auch richtig gut und richtig schön, auch für die Zuschauer zu Hause vor allem auch. Nico Andermatt ist das mit der 8, Wildcard-Spieler. Und mit der 17, das ist Cem Filic von den Käfigtigern, auch er Wildcarder heute. Drei Länderspiele mal gemacht für die U19 von Aserbaidschan. Freistoß. Und da haben sie ihre Experten. Blick auf die Bank. Da sehen wir in der Mitte
auch einen ganz erfahrenen Kleinfeldfußballer mit Dominik Reinhold, der übrigens mit Emre Can zusammen ein Fitnessstudio für Fußballspieler gegründet hat, hier in Köln. Fischer, gute Variante. Oh, und da sehen wir auch, den kriegt er nicht kontrolliert. Der erste Kontakt, Tim, der ist brutal wichtig. Ja, gerade hier, aber das war eine überragende Variation, die sie da reingebracht haben. Sehr schlau. Schade, dass es nicht funktioniert hat mit dem ersten Kontakt, aber der ist natürlich, wie du schon so schön gesagt hast, hier extrem wichtig. Auf engstem Raum, wenn du da einen guten Kontakt hast, den gut mitnehmen kannst, bist du natürlich häufig klar im Vorteil. Ihr seht unten den QR-Code. Wer wird Player of the Match? Tim Borowski steht nicht zur Wahl. Aber vielleicht ja jemand anders. Ihr könnt den QR-Code scannen. Und Cem Filik hat richtig Probleme. Autsch. Wir gucken noch mal zusammen auf die... Ah, ohne Einwirkung des Gegenspielers. Mist. Nein, das sah nicht wirklich gut aus. Oh, 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 das tut weh. Ah, ist das bitter. Oh, 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 oh. Cem Filik, der Wildcard-Spieler, der bei Delay Sports spielt, also in der zweiten Mannschaft. Und ich hoffe, dass da alles gut ist. Ich habe eine Gänsehaut als alter Knöchelpatient. Das sieht nicht gut aus, Tim. Nee, das sah wirklich, wirklich nicht gut aus. Also die Bewegung grundsätzlich erstmal toll gewesen, aber dann knickt er fast ein, ne? So sah es ja, fast ja, mit aus. Dem Knie, ne? Ja, also, aber ohne gegnerischen Einwirkung. Ich hoffe nicht, aber ich habe eine Vermutung tatsächlich. Und das wäre natürlich extrem schade und traurig zugleich. Ich hoffe, seinem Kreuzband geht's einigermaßen. Eieieiei. Das ist richtig, richtig bitter für den Mann von Delay Sports. Wir gucken uns den Freistoß noch mal an. Während alle natürlich bei ihm sind. Hier die Variante. Samir Genç kriegt ihn nicht richtig mitgenommen. Der Wildcard-Spieler von Streets United spielt in der Landesliga Baden-Württemberg. Ja, und die fokussieren sich ein bisschen sehr auf Sascha Bigalke. Und das Einlaufen war eben richtig gut gemacht. Ne? Schön ausgespielt. Naja, da hätte es schon 1-0 stehen müssen eigentlich schon fast. Tolle Variante. Boah, und das ist schon heftig. Es ist richtig still geworden in der bisher so tobenden Halle. Physios und Sanis sind da. Leute, die haben kein rotes oder weißes Kreuz hinten drauf stehen, die sind in schwarz gedresst. Ihr könnt euch sicher sein, dass der Mann in guter Behandlung ist. Knie. Ja, das sieht nicht gut aus. Und man merkt auch die Ruhe gerade, ne? Hier in der Arena. Boah, ist das still hier. Da wissen einige oder fast alle, dass das nicht keine so gute Geschichte gerade ist. Ja, nochmal das Prüfen des Knies, dieses sogenannte Schubladenprüfen, ob da eine Schublade drin ist oder nicht. Boah, das ist so, also er bleibt halt mit dem Fuß hängen und darauf macht das Knie. Wir wollen euch das Chat nicht zu oft zeigen. Ich glaube, jeder, der schon mal eine schlimme Knieverletzung hat, weiß, dass es übel. Er steht immerhin wieder und bekommt den Applaus der Arena hier. Hoffentlich ist es nicht das Schlimmste. Shoutout, lasst mal Liebe da für Cem Filik von Delay Sports, wo er meist in der zweiten Mannschaft spielt. Das ist im Übrigen auch noch was Besonderes, finde ich. Meine Wahrnehmung, du kommst hier in die Arena rein, hier ist richtig was los, richtig Stimmung, richtig Bambule. Und trotzdem hast du hier jederzeit dieses Gefühl der Fairness. Egal, ob jetzt zwischen den Spielern oder auf den Rängen, ganz besonders. Richtig toll zu sehen, muss ich sagen. Und auch gerade, als es hieß Beton Berlin gegen Eintracht Spandau, da sagte Kontra K, eigentlich liebt der Hans Sapay den Trainer der anderen Mannschaft. Und dann ist es dann auch nach einer halben Stunde wieder Freundschaft. Und jetzt kann es weitergehen nach dem kurzen Schock. Apropos Verletzung, Tim, wir haben gerade ganz kurz gesprochen, es gab ja diesen einen Schuss auf den Knöchel von Tim Kleefisch, der dann dick bandagiert zwar weitergespielt hat, aber es ist schon übel, auch ohne Einwirkung des Gegenspielers, sondern der Ball klatscht unglücklich drauf, als der Fuß nicht angespannt war. Du hast gesagt, du hast dir so schon mal eine schlimme Verletzung geholt, ne? Ja, ich habe tatsächlich, das war mein erster und einziger Bänderriss im Sprunggelenk in der U19, war das damals in Göttingen beim Hallenturnier, den Schuss einfach nur blocken wollen, der war mit Macht 2 irgendwie gefühlt geschossen
und habe mir da einen doppelten Bänderriss zugezogen tatsächlich. Also es ist manchmal wirklich skurril, wie solche Verletzungen entstehen können. Und als ich diese Aktion gesehen habe, dachte ich, ja, Mensch, hoffentlich passiert das nicht das Gleiche mit ihm auch. Ne? Ja. Ob du, fragt der Chat, ob du heute bei einer Mannschaft mitspielst, Tim? Nein, also Tim spielt hier mit als Co-Kommentator, das kann ich euch sagen. Ja, und ist, glaube ich, auch besser so, muss man ehrlich sein. Ein bisschen Selbstreflexion tut ganz gut im Leben. Das habe ich heute Morgen betrieben, als ich vor dem Spiegel stand und dachte mir so, nee, ist schon gut, dass du das Event als Sportler abgesagt hast. Obwohl, es juckt schon in den Füßen. Ja, ne? Ja, das ist so. Ich habe das schon immer geliebt. Hallenfußball. Viele Aktionen, viele Torschüsse. Das macht schon richtig Spaß. Ein bisschen zocken mit den Jungs. Pazurek und Bilal dazwischen. Erste Ecke für Streets United. Was hältst du persönlich von der Regelung hier? Drei Ecken, ein Elfer bzw. ein Penalty. Ist ein bisschen wie auf dem Bolzplatz früher, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Also das kennen wir alle vom Bolzer. Insofern finde ich die Regelung überragend. Überragend finde ich auch die Regelung dann nachher in den letzten drei Minuten, dass man da auch nochmal variabel was einsetzt. Ja. Schöne Elemente dabei. Bigalke muss viel einstecken, kann aber auch austeilen, dürfte Freistoß geben für die Käfigtiger. Ja, Bigalke, ne, hat man letzte Woche, glaube ich, gesehen, ganz gut. Fehlte so spielerische Note, das Element, wo sich auch das Team so ein bisschen dranhängt. Und heute zum Glück da. Oh, das war clever. Lall, der packt normalerweise den Hammer aus. Hier Woche für Woche mit seinen Freistößen. Und ja, den wollte er aber mit dem Kopf da reinlegen. Also mit Köpfchen. Ja, die Freistoßtore, die er erzielt hat in den letzten Wochen, waren ja fantastisch. Ne? Brutal. Da muss man ja fast einen Waffenschein haben. Das ist ja irre. Deswegen war die Idee jetzt gerade. Hübsche Idee. Oh, lala. Oh, 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 durch die Beine von Dominik Reinholz. Und Greven dürfte wieder Freistoß geben für die Käfigtiger. Streets United mit einer sehr strengen Türpolitik da. Also sobald die Käfigtiger ins letzte Drittel wollen, wird die Tür gnadenlos zugemacht. So auch hier von Elias Römers. Ganz junger Kerl, vier Spiele, also alle gemacht, ein Tor. Und das ist Yeshil, der ehemalige Liverpooler. So, und Bilal wirkt schon so, als würde er den Hammer wieder auspacken wollen. Ich hoffe, das sind Stahltore und keine Aluminiumtore. Der bleibt hängen. Sechs Tore hat er schon gemacht, ist damit der drittbeste Torschütze dieser Border League. Und diesmal hat ihn Dominik Reinholz. Chat wollte eben wissen, wer die größte Maschine neben dir im Mittelfeld war bei Werder Bremen damals. Ja, also die größte Maschine, jetzt sportlich gesehen oder als, also ja, rein körperlich? Ich glaube, spielerisch, ja. Ich will es mal ganz kurz machen. Das war für mich Jean Micou. Von dem habe ich extrem viel gelernt. Also abgeschaut, gelernt, umgesetzt. War für meine persönliche Zeit und Karriere extrem wichtig. Natürlich neben allen anderen Jugendtrainern, ne, Vater, ja, und natürlich auch dem Thomas Schaaf und so weiter. Aber das war so der prägende Spieler für mich überhaupt in der Karriere tatsächlich. Also jeder, der Zinedine Zidane kennt, ja, weiß, wie Jean Micou auch spielen konnte tatsächlich. Der also König. Den Vergleich konnte man tatsächlich machen. Le Chef, Jean Micou, wobei im Chat viele auch geschrieben haben, Thorsten Frings. Ah, die, ja, Idee ist gut von Bigalke, ja, aber da kommt keiner mit. Nee, hat, ist keiner nachgeschoben sozusagen. Nee, Thorsten Frings, also da gibt es gar keine zwei Meinungen. Sensationeller Spieler, für mich auch damals eigentlich der WM-Spieler 2006. Sind ja leider da im Halbfinale gegen Italien ausgeschieden, aber der hat so stark performt. Intelligenter Spieler. Und du hast das Eröffnungsspiel gespielt, ne? 2-6 bei der WM. Ja, exakt. Weil genau. Ballack gesperrt war? Nee, der war nicht gesperrt. Der hatte, ja, der hatte eine Wadenverletzung. Und ja, ja klar, um da nicht so viel Risiko einzugehen, weil wir ihn ja auch für das restliche Turnier noch brauchten, ja, habe ich das tatsächlich gespielt gegen Costa Rica in München. Ja, das war eine super Erfahrung tatsächlich. 4-2 nicht nur das. Damals. Ja, genau. Und auch da, weil wir gerade bei dem Thema waren, Thorsten Frings rechts oben einen Giebel gezimmert aus, ich glaube, fast 30 Metern. Ich habe es heute noch vor Augen. Also der hatte
Ja, das war das Gesamtpaket, was er mitgebracht hat. Ne? Offensive, defensive, Mannschaftsführung auch, also taktisch gesehen auf dem Feld. Kein Stress gehabt. Richardshauser und das dürfte das 1-1 sein. Nein, was eine schöne Bewegung von Samir Genç, dem Wildcard-Spieler. Richtig hübsch. Richardshauser mit der Vorbereitung, das ist eine sehr gute Idee. Sehr, sehr gut vorbereitet. Schade, ein toller Angriff. Gerade wo wir von Johan Nicou sprechen. Ja, genau. Siehst du? Grüße gehen echt raus an Thorsten Frings. Cooler Typ, ich habe ihn neulich mal getroffen im Fußballmuseum Dortmund. Sehr cool drauf. Ja, definitiv. Locker, ne? Entspannt. Ja. Und so hat er auch Fußball gespielt. Und wie Galke gegen zwei. Wie Galke! 1-0 für Streets United. Es ist ein hundertprozentiger Wie Galke. Ja, zweite Tor, glaube ich, wenn ich richtig gelesen habe. Ja, aber das macht er sensationell, wie er sich hier durchsetzt gegen zwei Leute. Boah, schickt die beide ins Bier. Schickt die beide zum Bier holen, tatsächlich. Guckt ihr das mal an. Und Faris Hac, der selber Zehner ist und sowas eigentlich auch in seinem Repertoire hat, wird sich doppelt ärgern. Definitiv. Aber da müssten wir ihn gleich mal fragen, warum er überhaupt aufgehört hat, wenn er noch so performt. Also ist ja Wahnsinn. Ist ja schade. Bilal, die Käfigtiger liegen zurück. Ich habe mich mit George Boateng vorm Spiel unterhalten. Der hat gesagt, ey, wir waren eigentlich auch nie so richtig die schlechte Mannschaft. Es war immer so ein bisschen das Momentum, was uns fehlte. Ja. Sie haben auf jeden Fall die Abläufe auch nochmal besprochen. Ja. Und Bilal rollt schon wieder an. Warum nicht mit Gewalt, wenn es so rein spielerisch nicht unbedingt läuft? Bilal hat auf jeden Fall den Hammer. Ja, und sie suchen immer wieder auch spielerische Ansätze. Ne? Was der Trainer quasi auch schon gesagt hat, müssen sich einfach mal belohnen. Und ja, das Momentum spielt natürlich auch eine Rolle. Da hast du völlig recht. Das ist nicht nur hier bei der Baller League, sondern auch in der Bundesliga, in der zweiten Liga. Wenn du das auf deiner Seite hast, kannst du manchmal auch gewisse Themen oder Siege gar nicht verargumentieren. Dann ist es einfach mal so, wenn du im Flow bist. Ne? Ja. Tim, und ich kann dir sagen, während Manu Fischer, der ist hier direkt vor uns vom Kommentatorenplatz, kann mal passieren. Ja, war kein Platzfehler, war aber ein schöner Schuss. Für ja, aber Manu Fischer hat auf dem Platz gezeigt. Ja. Tim, ich kann dir sagen, diejenigen, die es nicht wissen, die immer wieder fragen, weil sie später dazugekommen sind, Tim Borowski ist der Co-Kommentator. Ja. Der Chat mag dich sehr. Oh, das die ist mögen ja nicht schön. Jeden. Ja, dann auch dahin nochmal einen schönen guten Abend. Ich finde es erstaunlich, wie du das hier machst. Du hast irgendwie zwei Augen, so wie ich auch, aber du kannst sie wahrscheinlich unterschiedlich tarieren. Wie so eine Eule. Ja, ist ja verrückt. So, wir gehen rein in den Game Changer, die letzten drei Minuten mit leicht modifizierten Regeln. Wir sind gespannt, was es wird. Onside, das ist also der Gamechanger für die letzten drei Minuten hier in dem Spiel der Käfigtiger gegen Streets United, also für die letzten drei Minuten der ersten Halbzeit. Und das ist hochinteressant. Ich habe mit Tim Borowski gesprochen, gerade bevor wir die Show gestartet haben. Also Tim Borowski war schon vor dem Start, vor dem ersten Spiel hier dabei. Und wir haben ganz kurz gesprochen und haben gesagt, ey, bisher, als wir das hatten, hatte es gar nicht so große Auswirkungen, wie man dachte. Das ist verrückt, Tim. Ja, das ist echt verrückt. Aber was ich... Oh, lala. Fast das 1-1. Was ein Hammer von Ionescu. Ja, eine Klebe. Schaut euch das nochmal an. Ist dritter Torwart bei Offenbach. Wird noch leicht abgefälscht, das Ding. So ganz, ganz schwer zu berechnen für den Käfigtiger-Torhüter. Für den Streets United-Torhüter, sorry. Und so geht's. Auf der einen Seite triffst du dich und Manu Fischer. Und da sind wir wieder beim Thema. Das verlernst du nicht als ehemaliger Bundesliga-Spieler. Schau dir das an, wie er Bilal hier auswackelt. Ja, und Bilal macht auch gar nicht so viel falsch. Aber Fischer mit seiner Erfahrung setzt sich da, dreht sich quasi um Bilal rum. Macht er überragend. Und dann ist er natürlich bekannt für seine linke Klebe. Schön platziert, intelligenter Abschluss. Das war saustark gemacht. Und Shoutout an Kaan Gökçeşin, die Torhüter von Streets United, der gerade eben fast das 1-1 vereitelt.
Und auf der anderen Seite geht es eben sehr, sehr schnell auf diesem kleinen Feld. Jonetzko, ehemaliger polnischer U18-Nationaltorwart, der Torhüter von den Käfigtigern. Als erster Aufbauspieler ganz schön. Boah, die Käfigtiger versuchen es, aber Streets United zeigt das, was sie besonders gut können. Erst überlegt, das Umschaltspiel zu machen, dann aber gesehen, dass die Restverteidigung stimmt und dann auf den Ball getreten. Auch das ist clever, mal das Tempo rauszunehmen, Tim. Ja, ne? Absolut, genau. Also nicht jede Situation auf Konter gehen. Sascha Bigalka hat das eben super gemacht, auch mal Ruhe reinzubringen, auf Ballbesitz zu gehen. Ja, im Grunde mit Ball mal durchzuatmen, den Gegenspieler laufen lassen und dann solche Situationen kreieren. Clever, sehr clever spielen wir das aktuell in Streets United, muss man wirklich sagen. Sehr, sehr clever. Also sehr, sehr erwachsen die Leistungen von der Mannschaft von Alicia Lehmann und Lukas Podolski. Trainer übrigens von Streets United ist Mahmut Timur, der bei Eintracht Hohkeppel im Bergischen Land coacht. Stark durchgesetzt. Erzhauser. Und das Interessante ist, dass Streets United die zweitschlechteste Offensive war vor dem Spiel mit nur 10 erzielten Toren. Man sieht, dass sie defensiv sehr erwachsen spielen, obwohl sie einen Manu Fischer oder einen Sascha Bigalke haben. Aber ich habe das Gefühl, wenn sie nach vorne kommen, dann mit Nachdruck, aber nicht immer blind, sondern mit Verstand, Tim. Ja, absolut. Fast wie Italiener quasi so. Ne? Mhm. Erstmal aus einer stabilen Defensive gefühlt. Das Spiel bewusst auch mal abzugeben, also was Ballbesitz angeht, aber dann zuzuschlagen, clever zu sein, Tore zu erzielen. Ja, den Gegner auch irgendwie mal ein bisschen locken, um dann erfolgreich zu sein. 2-0 für Streets United und wir gucken uns noch mal die letzte Gelegenheit hier an. Gleich zusammen, das war die Onside-Geschichte. So, und hier nochmal die letzte Gelegenheit für Streets United, die Idee, für Käfigtiger. Die Idee ist richtig gut. Schwer zu nehmen, so ein Kopfball natürlich auch technisch. Aber wir gehen ins Studio, bis gleich. Tim Borowski bleibt am Kommentatorenplatz für Halbzeit 2. 2-0 also für Streets United gegen die Käfigtiger. Die Stimmung natürlich gedrückt nach dieser Verletzung von Cem Felek. Gute Besserung an der Stelle. Im Chat haben viele geschrieben, hey, wieso dauert das so lange? Wo sind die Sanitäter? Deswegen ist auch Felix bei uns, der Chef der Baller League. Felix, es ist bei uns halt nicht so, dass die Sanitäter in kompletter Montur angekleidet sind, wie man es jetzt zum Beispiel aus dem Fußballstadion kennt. Ne? Ja, erstens das, klar. Also wir haben zwei Physios hier, wir haben zwei Sunnies hier. Natürlich haben wir auch ein Notarztteam auf Abruf und so weiter, aber gleichzeitig bei einem Kreuzer machst du auch nicht so viel. Also der Mann hat Schmerzen, der Mann hat sich wahrscheinlich, also so viel Fußball haben wir alle gespielt, das Kreuzband abgerissen. Und jetzt muss man mal gucken, wie man das hinbekommt, dass der erstmal Schmerzen hat und erstmal dann, jeder geht ja mit Schmerzen auch anders um, das haben wir auch schon bei der Schulter mal gehabt. Von Fatih Hatipoglu, ne, der die genau ausgekugelt hatte. Und von dem her waren da jetzt Schreie und so weiter, der Mann hat Schmerzen und da müssen wir mit ihm umgehen, aber also wir kümmern uns bestens um all unsere Spieler, auch mit der Reha und so weiter, um die wir uns ja dann auch kümmern, dass die Jungs schnell operiert werden. Wenn gebraucht. Also da haben wir natürlich durch Lukas Podolski natürlich auch beste Kontakte zur Stadt, zum Krankenhaus, zu allen Ärzten. Und das werden wir auch nutzen. Jetzt ist Cem auch noch ein Gastspieler und ist gerade auf dem Weg der Besserung, glaube ich, auch schon gewesen. Von dem her, im Chat vielleicht auch nochmal gute Besserungen, auch wenn er sich davon nichts kaufen kann. Aber die Stimmung ist natürlich immer im Keller. Wir sehen eigentlich ein geiles Spiel. Bigalke nimmt wieder alle Hops und so weiter. Und dann kommt halt sowas und dann stehst du da draußen und denkst dir so, warum muss das jetzt sein? Ich habe mir die Szene auch nochmal angeguckt in der Wiederholung. Es ist auch nicht der Platz gewesen tatsächlich. Also das hätte er auch draußen gehabt. Er ist super doof in der Bewegung einfach aufgekommen. Und von dem her, ey, wirklich gute Besserung von uns allen. Und wenn wir was für den jungen Mann tun können, werden wir alles natürlich tun. Aber klar, die Botschaft ist, wir haben Sunnies, wir haben Physios, wir haben alles da. Aber bei einem Kreuzer oder bei einer ausgekugelten Schulter
machst du einfach auch relativ wenig. Nur nochmal für den Chat, für die, die es jetzt nicht mitbekommen haben. Cem Felek hat sich ohne Gegnereinwirkung einfach das Knie verdreht. Ja, ich habe mir selber zweimal das Kreuzband gerissen. Es sah durchaus so aus, wie du es gesagt hast. Vielleicht hat er Glück, dann ist es nicht ganz so schlimm. An der Stelle gute Besserung. Und ja, das gehört leider zu unserem schönen Sport dazu. Ja, und jetzt muss man wirklich sagen, wir waren bisher auch echt. Also wir haben jetzt 5 Spieltage gehabt, jeden Tag 6-7 Stunden Content. Holz klopfen, Moment, so, also ich weiß, wirklich, genau. So. So, zu Hause auch einmal auf Holz bitte. Und von dem her, ey. Also für den ersten Kreuzer jetzt, den nehme ich in Kauf noch, muss ich wirklich sagen. Also gute Besserung auf jeden Fall an der Stelle. Man merkt auch wirklich, die Käfigtiger seitdem auch natürlich gehemmt. Kann man absolut nachvollziehen. Ja, für euch der Hinweis, gleich der TK Health Quest, die Challenge natürlich wieder nach Spiel 3 heute. Das ist heute ein Shootout und es gibt wieder ein OG-Pick zu gewinnen. Heute gab es ja unter anderem Aaron Hunt zu gewinnen, der spielt hier später bei den Ladies. Yes. Wer heute zu gewinnen sein wird, das werdet ihr später erfahren. Damit zu Robby erstmal. Dankeschön, ihr Lieben, und ich bin nach wie vor nicht allein. Tim Borowski ist hier bei mir. Spiel ist freigegeben. Die Käfigtiger brauchen eine Reaktion. Ich habe vorhin Mahmut Temür als Trainer noch geschaut von Käfigtigern. Dazu gleich erst, jawohl, kann ich euch sagen, der Mann ist gestern Morgen entlassen worden von den Boatengs und von Dia ist nicht mehr Trainer der Käfigtiger. Wer der Neue sein wird, steht noch nicht fest. Es ist eine Übergangslösung aktuell. Also du merkst, Tim, es geht hier heiß her in der Baller League. Viel Fluktuation hier scheinbar, ne? Ja. Ziele, Ansprüche scheinen hochgesteckt zu sein. Und insofern ja, war das jetzt doch überraschend, oder? So kurzfristig. Aber wahrscheinlich werden sie sich da gemeinsam zu entschieden haben, sich drüber unterhalten haben. Vielleicht erfahren wir näher mehr. Ganz clever, wie Streets United das gegen den Ball macht. Da sind wir gerade die zwei Jungs, also Römers und Reinhold gegen Bilal. Sie doppeln den ballführenden Spieler von den Käfigtigern. Ganz, ganz clever. Das ist, wenn es dabei bleibt, ein Sieg der Defensive von Streets United, Tim. Ja, sehr diszipliniert tatsächlich. Ne? Ist man gar nicht so gewohnt aus... schade. Aus Spielen aus der Halle. Aber das machen sie wirklich sehr, sehr gut. Eng stehend, lauern quasi immer auf diesen, ja, vielleicht unpräzisen Pass, sodass sie dann Kontersituationen kreieren können oder Überzahlsituationen schaffen. Also das ist schon sehr, sehr clever auch, finde ich, oder? Wie siehst du das? Also absolut clever. Also das zeichnet sie hier aus, auch wenn bisher nicht alles komplett rund gelaufen ist, aber das sieht taktisch super, super gut aus. Und Bigalke rollt schon wieder an, ganz wichtig für Streets United, dass der wieder am Start ist. Ja, man sieht das auch bei Sascha Bigalke, bietet sich in der Offensive auch gerade mit Ball dann immer so zwischen den Reihen quasi an, ne? So dass er immer super anspielbar ist, dass er sich mal aufdrehen kann. Der Raumdeuter, der Thomas Müller, der Baller League sozusagen. Letzte Woche hat er gefehlt, der gute Sascha Bigalke. 3 Spiele gemacht, 3 Vorlagen, 2 Tore, inklusive des Matches heute. 2-1 nach Ecken für Streets United. Faris Hatsch für die Käfigtiger. Guter Fußballer eigentlich auch. Sie brauchen halt nur irgendwie die Abschlüsse. Die Käfigtiger haben ja gewonnen beispielsweise gegen Hollywood United schon. Setzt er sich durch, stark. Zieht wieder auf, ganz gefährlich. Ja, und trotzdem, Käfig Tigers FC ist trotzdem richtig gut reingekommen in die zweite Hälfte. 3 richtig gute Abschlüsse, muss man sagen. Ja, wie wir vorhin in der ersten Halbzeit schon gesagt haben, müssen sich jetzt belohnen, ne? Momentum suchen, hart erarbeiten. Käfigtiger 20 Gegentore schon gefressen. Jetzt nach 5 Spielen oder im 5. Spiel. Das ist die schlechteste Defensive der Baller League und Sascha Bigalke führt. Ihr könnt die Pre-Match-App weiter scannen und dann den Spieler des Spiels voten. Und jetzt, Abseits. Abseits. Gut gesehen vom Schiedsrichter, muss man sagen. Und? Und auf der Gegenseite treffen sie. Unglaublich. Wir werden euch das nachliefern. 3-0 ist das bitter. Streets United trifft in exakt den richtigen Momenten.
ganz, ganz bitter für die Käfigtiger. Wir haben Streets United unglaublich clever agiert. Hier nochmal der Treffer aus der Totalen. Ja, stark gemacht. Oh, ganz, ganz bitter für die Käfigtiger. Marcel Mainzer, der Wildcard-Spieler, ist der Torschütze vom SVV Herxheim aus der Verbandsliga Südwest. Ja, das kann dir dann schon mal emotional den Stecker ziehen, wenn du so die Tore kassierst. Ja. Vorne machst du ein Abseits-Tor, hinten kassierst du direkt im Gegen... Oh, auch ausgerutscht? Ja, ausgerutscht, zum Glück nur. Und aber, Chat, was ja. Der Felix gerade gesagt hat bei uns, der Founder der Baller League, also bitte das auch nicht auf die Goldwaage legen. Er hat es ganz klar gesagt, die Baller League wird alles für den Jungen tun, falls das Schlimmste an Verletzungen eingetreten ist, was eintreten konnte. Was er natürlich damit meinte, dass er glücklich ist, dass es bisher noch keine schwere Verletzung gegeben hat, dieser Art bei der Baller League. Also wir sind da ganz nah dran an den Spielern. Die Baller League kommuniziert täglich auch mit den Akteuren. Ihr könnt euch sicher sein, dass der gute Mann in besten Händen ist und gut medizinisch versorgt wird, Cem Felek. Ja, ich glaube, besser kann man das auch nicht formulieren und auch klarer, ne, in der Halbzeitpause. Also da wird alles dafür getan, dass es dem Jungen so schnell wie möglich auch gut oder besser geht. Das waren tolle Worte, die er da gefunden hat. Natürlich in Zusammenarbeit mit vielleicht auch Lukas Podolski, der ja hier ein riesen Netzwerk hat, genau, in Köln. Also da wird dem Jungen auf jeden Fall geholfen. Ich glaube, einer hat sich die Schulter hier nochmal ausgekugelt. Das ist natürlich auch eine Übung. Jetzt wird es langsam bitter für die Käfigtiger. Klassisches Abstaubertor. Römers ist es. Tor 04, Käfigtiger auf Sieg. Jetzt mit großer Hypothek. 0:4 gegen Südkreide. Noch 9 Minuten auf der Uhr. Noch 6. Und die Käfigtiger brauchen ein Wunder, Tim. Aber es geht auf kleinem Feld immer ziemlich schnell. Ja, es geht immer schnell. Ich würde sagen, aber aus Käfigtiger-Sicht müsste so langsam der Anschlusstreffer passieren. Und trotzdem läuft da natürlich Gefahr, das Fünfte zu kassieren. Das ist immer so ein schmaler Grat, finde ich, im Fußball. Du investierst, du machst, du rennst an, bist kurz davor, diesen Anschlusstreffer zu erzielen und kassierst dann häufig einen. Das ist manchmal so in diesen Situationen. Aber wenn du kurz hintereinander ein, zwei Anschlusstreffer erzielst, dann wird das nochmal spannend hier in den letzten Minuten. Das sind natürlich traumhafte Bälle auch, ne? Das muss man mal sagen. Unglaublich. Wie stehst du generell auf dem kleinen Feld zu diesen langen, hohen Bällen? Na, wenn sie so gespielt werden wie eben gerade und auch zwei, drei Situationen davor, na, dann wäre es ja fatal, wenn man das nicht nutzen würde. Ne? Aber häufig ist natürlich in der Halle kein perfektes Mittel. Aber wie wir eben gesehen haben, in zwei, drei Aktionen ist es halt super. Ne? Aber das liegt dann natürlich auch an der Qualität des Torhüters, solche Bälle zu spielen. In der Qualität, in der Geschwindigkeit, vor allem in der Genauigkeit, sodass du nur einen Kontakt im Grunde brauchst, um zum Abschluss zu kommen. Also das ist natürlich schon ein großes Kino. Mal sagen, also Leute, was Felix gerade gesagt hat mit dem in Kauf nehmen, es war nicht so gemeint mit dem Kreuzbandriss, was Felix gerade gesagt hat, das ist ihm so rausgerutscht von der Formulierung. Also Tim hat da, glaube ich, gerade die richtigen Worte für gefunden.
Seht's dem Felix nach. Alles gut. Der Junge, das heißt alles gut. Für ihn ist nicht alles gut, aber er wird mit Sicherheit top von uns hier behandelt werden. Ja, und Felix hat das ja eindrücklich auch betont, dass man dem Jungen auch helfen wird. Und wenn Felix das sagt, dann ist das auch so. Also da wird ja alles Menschenmögliche machen, um schnellstmöglich ja, eine Diagnose zu erstellen, logischerweise, und eine Behandlung zu bekommen. Da könnt ihr euch sicher sein zu Hause, definitiv. Wir machen alle Fehler. Und ich kann übrigens sagen, ganz klar, Chad, ich habe gerade auch einen Fehler gemacht. Es war eine Flut an Informationen gerade. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe es dem Tim auch gerade falsch gedroppt. Also, der Trainer der Käfigtiger. Oh. Also, so. Jetzt haben wir es. Jetzt, ganz kurz. Ein Trainer, über den wir gerade gesprochen haben, der ist nicht gefeuert worden bei der Mannschaft hier. Der ist bei Hohkeppel gefeuert worden, also im Bergischen Land. Dort ist er gefeuert worden. Jetzt habe ich die Info auch richtig gebracht. Jetzt haben wir es. Sorry dafür. Ja gut, dann den vollen Fokus hier auf die Baller League. Dann den vollen Fokus auf die Baller League. Boah, schade. Die Idee war gut. Schöner Steckpass. Antoski, auch sehr erfahrener Kleinfeldfußballer, der hier gerade aufbaut mit der Nummer 10. Und der macht das auch clever, Tim. Er nimmt das Tempo raus und kann halt warten, bis die Käfigtiger anlaufen. Und solange sie das nicht tun, ist alles gut. Ja, genau. Dann haben sie natürlich vorne noch einen, der die Bälle schön festmacht, abklatschen lässt im richtigen oder zum richtigen Zeitpunkt. Wie Geike, der dann mal aufdreht oder wieder abdreht, um im Ballbesitz zu bleiben. Also, ja, das hatte sich in der ersten Halbzeit schon angedeutet. Sehr, sehr clever, wie agieren. Lauern quasi auf die Fehler des Gegners. Und dann mit einem Torwart, der hinten spielerische Elemente noch mit reinbringt, das ist schon gut. Boah, super, wie Manu Fischer den Ball da festmacht. Und du kannst es auch wirklich nur schwer verteidigen. Ja. Hat ja auch sehr viel Futsal-Erfahrung. Das hilft, also Ball am Boden mit der Sohle. Manu Fischer. Jetzt scheppert es wahrscheinlich gleich. Nee, doch nicht. Jetzt hat Bilal Probleme, aber glaube ich nicht ganz so wild. Es ist dann manchmal einfach auch wie verhext für eine Truppe. Ja. Wenn du 4-0 hinten liegst, du hast einen Spieler schwer verletzt. Aber eine ganz faire Geschichte eben gerade von Streets United, den Ball bewusst rauszuspielen. Genau. Und das mag ich eben hier bei diesem Format. Bei allem Ehrgeiz trotzdem diese Fairness untereinander auch. Ganz großes Kino. So, und jetzt haben wir die Galaxy Minutes, die letzten 3 Minuten in diesem Spiel. So, wir haben Galaxy One-on-One, Tim. Das heißt, für die letzten 3 Minuten 1-1. Da ist schon sehr, sehr viel passiert an den vergangenen Baller League-Spieltagen. Wir gucken uns nochmal die letzten beiden Treffer an hier. Ja, du musst natürlich auch aufmachen und dann spielst du es halt clever. Ne? Also, du hast gerade die Räume angesprochen. Also, dieses, wie sie die Zwischenlinien da quasi bespielen, das macht Streets United richtig stark. Ja, genau. Bei Abprallern sind sie auch direkt da, also gedankenschnell, auch richtig frisch. Und dann, wir haben auch das erste Tor gesehen, eben vorbereitet durch den Torwart, durch den eigenen, auf den Punkt gespielt. Über 25 Meter ist eben auch eine Qualität, ne? Ja. Und jetzt 1-1, die Käfigtiger mit Bilal, der hat einen wirklichen Hammer. Da ist das Besondere, Manu Fischer pariert, man darf die Hände nicht benutzen. Und das ist natürlich Wahnsinn, das heißt, du musst eventuell auch mal zu Flugkopfballparaden ansetzen. Das finde ich im Übrigen richtig gut. Das ist ja so ein bisschen aus dem Eishockey, ne? Ja. Gefühlt. Verändert so ein bisschen die Dynamiken. So. Und man kennt das ja auch,
so vom Bolzer früher, wenn man irgendwie nur seinen besten Kumpel dabei hatte, genau, dann hast du, also ich glaube, das hieß früher Englisch spielen oder so, und dann hast du die Dinger darauf geknolzt, bis zur Mittellinie allerdings. Ja. Also das mochte ich auch immer. So, man darf die gegnerische Hälfte nur betreten bis zu dieser weißen Markierung im Feld. Also weiter darf man nicht. Man darf über die Mittellinie gehen, aber dann nicht außerhalb des weißen Bereichs in des Gegners Hälfte. Hier spätestens muss abgedrückt werden. Und das ist normalerweise sehr, sehr torreich. Hier bisher heute nicht. Und Bilal. Oh, was war jetzt? Ja, zu viele Kontakte. Nach 15 Sekunden muss abgedrückt werden. Genau, und das hat Bilal gerade überzogen, die Zeit. Weiß er jetzt Bescheid? Ja, jetzt clever, genau, Tempo aufnehmen, dann mal einen schönen Lupfer rein da. Und jetzt vielleicht drin, ja. Das war wieder sehen. Stark gemacht. Sehr, sehr gutes Ding. Der Mannschaftskapitän von der zweiten Mannschaft von Fortuna Köln mit dem 5-0. Und selbst das klappt nicht bei Bilal, dabei ist das seine Paradedisziplin. Und nochmal ein Lupfer direkt hinterher. Nee, das ist schade. So, 8 Sekunden hat er noch zum Abdrücken. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht von zu Hause. Bilal, der Top-Torschütze. Und der kriegt morgen auf jeden Fall einen blauen Fleck. Ja, dann eine schöne Kapitänsbinde auf dem rechten Oberarm morgen. Oh ja, schönes Tattoo. Letzte Möglichkeit. Nicht das 6-0, 5-0. Die Käfigtiger gehen baden gegen Streets United. Und natürlich steht das Ganze hier im Schatten der schlimmen Verletzung des Spielers, der Käfigtiger, dem wir alles Gute wünschen. Shoutout nochmal Liebe da lassen für Cem Felik. Wir hoffen, dass es nicht das Allerschlimmste ist. 5-0. Streets United gewinnt, muss man dann auch sagen, am Ende verdient. Vielen Dank an Tim Borowski, meinen Co-Kommentator, der hier gleich alles mitbekommen hat. Ja. An Höhen und Tiefen und an Emotionen, was die Border League ausmacht. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Tolles Spiel, viele Tore gesehen und einen verdienten Sieger, glaube ich, auch. Ne? Also, ja, herzlichen Dank. Dankeschön. Tim Borowski, der uns hier großen Spaß gemacht hat als Co-Kommentator. Sehe und lese ich auch im Chat. Jawohl, Cem Felik, der sich verletzt hat, das ist der Cem Felik von Delay Sports. Oh, ist das alles bitter für die Käfigtiger. Egal, schütteln, also nicht egal. Für die Käfigtiger ist es extrem bitter, für ihn ist es extrem bitter. Aber man muss nächste Woche irgendwie weitermachen und jetzt den Kopf nach oben halten. Ich hoffe, er hat nicht allzu große Schmerzen. Tone hat einen Interviewpartner. Ich habe den Sascha bei mir. Sascha, Glückwunsch zu den 3 Punkten. Ihr seid jetzt auf Platz 1. Jetzt habt ihr 10 Punkte. Im Chat wurde geschrieben Lionel Bigalke. Und aber Freunde, erstmal vorab an Cem. Auf jeden Fall gute Besserung im Namen der ganzen Baller League. Nicht schön, was da passiert ist. Ich habe auch gemerkt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber nach der Verletzung waren die Käfigtiger auch nicht mehr so ganz da, oder? Ja, ich kann es verstehen, Cem. Alles Gute, gute Besserung. Ich habe es leider selber erfahren müssen, so eine schwere Verletzung. Da ist dann der Fußball ein bisschen im Hintergrund. Freut mich natürlich trotzdem für meine Mannschaft, dass wir gewonnen hatten, aber erster Linie gute Besserung. Tim Borowski übrigens geiler Co-Kommentator, falls er das gerade sieht. Er hat gesagt, dass du noch immer top performst. Und da kam auch die Frage auf, warum kickt denn der überhaupt nicht mehr? Weil ich auch viele Knieverletzungen hatte und deswegen irgendwann leider aufhören musste. Aber hier macht es mega Bock. Sehr, sehr wichtig. 10 Punkte, Meister. Glückwunsch dazu. Und Freunde, wir haben noch gleich ein cooles Interview mit einem vom Team Gönnergy.